Hallo ihr Lieben, eine neue Folge. Heute geht es um das Thema Rote Beete, liegt schon lange an. Da hatte ich ja ein großes Experiment laufen, im wahrsten Sinne des Wortes groß. Und heute geht es auf jeden Fall ins Ernten. Ich habe eine Rote Beete bis zum Maximum getrieben. Ich habe auch einiges mehr zu erzählen an Erfahrung. Kleine, mittelgroße, kürzere, längere Zeit im Boden gelassen. Und dazu habe ich einiges zu erzählen. Also bleibt dran, ihr könnt gespannt sein. Jetzt im Moment bin ich wieder allein im Garten. Ich habe ein bisschen was mit meiner Herzdame gedreht. Wir haben die große Rote Beete geerntet und jetzt werde ich noch ein bisschen mehr ernten. Verschiedene Größen, werde euch noch ein bisschen was zum Geschmack erzählen. Und letztendlich kommt diese Rote Beete-Folge und im Nachklang noch das Entsaften dazu zur Roten Beete, wie das geschmeckt hat. Und dazu möchte ich euch einladen, das ist eine richtig geile Sache, das Entsaften ist mega gesund. Da habt ihr einen mega frischen Saft, den sollte man auch immer gleich trinken, nicht zu lange warten, sonst verliert das die ganzen guten Stoffe, die da drin sind. Meine Herzdame hat mich damit sofort angesteckt und ja, jetzt haben wir ein paar Zutaten zu Hause. Und ja, aber was alles so war und so, ich schneide das jetzt zusammen. Ich erzähle euch jetzt ein bisschen, wie die Rote Beete im Moment aussieht hier bei mir im Garten. Da sind viele super lange drin. Ich habe mich auch wirklich nicht wirklich richtig um sie gekümmert, außer um eine einzige, die ja groß werden sollte. Aber ja, geerntet habe ich zwischendurch, es wurden ein paar gegessen, aber letztendlich fehlt ja nochmal so ein Gesamtüberblick. Gut, wie man sehen kann, mit Quieke voll, aber das hier war das Knoblauchbeet oder ist das Knoblauchbeet, in der Mitte sind, habe ich Bret gesagt, also Knoblauchbeet, sind auf jeden Fall Erdbeerpflanzen. Und ich hatte hier noch zwei, drei rote Beeten drin. So, und hier ist eine, man kann gar nicht erkennen, wie groß die ist. Oh, da ist auch schon einiges zu sehen. Guck mal. Ich hoffe, man kann es erkennen. Es ist auch so ein Durchmesser von so eine normale Größe, die man im Supermarkt kriegt. Das wäre doch mal ein super Exemplar, um es mitzunehmen. Da schnappe ich mir doch gleich mal die Forke und hole das Teil raus. Schöne Größe, wie aus dem Supermarkt, aber frisch ist natürlich viel, viel schöner. Oh, so ein bisschen orange Farbe, das kenne ich von den anderen nicht. Also, das wird auf jeden Fall einen Geschmackstest kriegen. Gut, neben den Erbsen und dem Salat und dem Spinat haben sich auch welche breit gemacht. Das wäre dann auch wieder so eine Größe. Auf der anderen Seite. Same procedure, hier genau das gleiche, auch wieder die gleiche Größe, witzig, dass sie jetzt alle gleich groß sind. Und der hier ist ein bisschen größer. Gut ihr Lieben, das ist die erste rote Beete, die habe ich gerade aus dem Knoblauchbeet geholt und ich werde mal kosten. Super, super, super lecker. Echt. Mega gut. Ich würde sagen, es gibt da so die erdige Richtung, die faserige, also die holzige und so weiter und so fort. Ich fand, das war ein gutes Mittelding. Das war jetzt nicht mega saftig, aber auch nicht holzig. Also so ein Ding dazwischen. Ich mochte das. Es geht so in die Kohlrabi-Richtung. Sehr, sehr lecker. Das freut mich schon mal. Jetzt habe ich schon mal was Gutes wieder im Magen. Ich habe gerade Hunger wie Sau. Oh, das
das habe ich auch gebraucht, saugesonnen. Übrigens zu der roten Beete, die Größe hatte ich schon mal. Wie lange ist das? Bestimmt schon 2 Monate bald her. Wenn ich mich nicht vertue, kann auch kürzer sein. Aber ich glaube, das ist schon ganz realistisch. Dort auch die Größe gegessen, da war das saftig. Ich glaube, das liegt ein bisschen an der Zeit, wie es wird. Weil letztendlich sind meine Pflanzen von Anfang an drin. Und das ist jetzt schon echt ein Zeitraum. Und ich glaube, je länger, umso holziger. Die Pflanzen im Knoblauchbeet, da war das später dran auf jeden Fall. Ich schätze mal, die Pflanzen, die ich euch hier jetzt bei den Erbsen gezeigt habe, die werden da ähnlich schmecken. Aber es geht jetzt um das rote Beetebeet. Hier sind die ganzen Experimente gelaufen. Ganz selten mal Unkraut gejätet. Und das ist dabei rumgekommen. Das ist was ganz Besonderes, da könnt ihr euch noch freuen und gespannt sein. Die Aufnahmen enthalte ich euch aber noch mal vor, die kommen dann gleich erst. Haben wir hier einen größeren Apparat? Oh, der ist ja auch viel größer als normal. Das ist bestimmt 7-8 cm. Ja, eignet sich auch zum Entsaften dann, wenn der andere funktioniert. Dann haben wir auch noch mal so gleiche Größen. Da ist ein Ticken kleiner. Das wäre doch mal das nächste Teil. Und hier dann noch mal die ganz mickrige Variante. Also zu der Größe kann ich auch schon was sagen, beziehungsweise eine Stufe davor habe ich nicht mehr zum Zeigen da. Ja doch, das hier letztendlich. Könnt ihr das erkennen? Also ungefähr die Größe hier, so 6-7 cm. Also sie wurden doch schon ein bisschen holziger und erdiger. Das ist jetzt die Ausbau, die zwei Größen werde ich jetzt mal sauber machen und dann auch nochmal verköstigen. Ich freue mich, hab Hunger. Jetzt haben wir diese mittelgroße von den kleinen, das ist jetzt ein Stück von 4. Ich werde euch nicht wieder das ganze Ding vorkauen. Ich werde mal testen. Lecker. Das Ding noch? Der Geschmack unterscheidet sich deutlich von dem aus dem Knoblauchbeet. Die sind deutlich erdiger, aber immer noch saftig. Guckt euch das mal an. Ich finde, die schmecken super, egal ob erdig oder nicht. Also erdig darf man sich jetzt auch nicht zu schlimm vorstellen. Also der Geschmack haut immer noch hin. Ich muss aber sagen, bei dem speziellen Rote Beetebeet, wo auch die eine Zucchini drin ist, der Geschmack unterscheidet sich deutlich von den anderen. Erstmal zu Ende und dann geht's weiter im Garten. Eindeutig, oder? Gut, dann gab es hier an dieser Stelle auch noch eine rote Beete. Die habe ich bis zum Maximum getrieben. Wollte gucken, wie groß kann die rote Beete werden. Das ist letztendlich das Experiment. Und dazu gibt es auch schon Aufnahmen. Das habe ich, wie gesagt, mit meiner Herzdame schon gedreht. Und die spiele ich euch jetzt ein. So sollen wir mal, wa? Ist das soweit? Okay. Mal gucken, wie weit die Wurzel nach unten geht. Okay, krass ist das fest. Gut. Oh, ich dachte, da wäre so eine dicke Fette da unten. Also, wir haben hier mal eine ganz kleine rote Beete geerntet. Hast du schon Hunger? Nee, Durst? Ja. Ja. So, und die rote Beete wollen wir auf jeden Fall zu Hause entsaften und einen Teil davon essen. Was ist los? Meine Kamerafrau ist ein bisschen schüchtern und die lächelt hier hinter der Kamera rum. Was gackerst du? Wer will die Kamerafrau sehen?
Das ist fies, ne? Wer will die Kamerafrau sehen? Wir wollen ja fleißig entsaften und ein bisschen was aus dem Garten so noch mit. Und zwar Tomaten und Äpfel. Ich stehe jetzt hier vom Apfelbaum und lege einfach mal los. Ah, da brauchen wir noch einen Korb, ne? Ganz schön beengt. Also. Wo habe ich denn den Apfel gesehen gerade? Ah, da. Okay, der ist faul. Siehst du noch was? Ich achte eher so darauf, wie ich dich filme. Okay. Ich habe noch einen gefunden. Hier, der sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, Spinnenleben. Oh, hier ist auch noch was. Nee. Da. Guck mal, wenn die so ein bisschen gelblicher sind hier, gehen die auf jeden Fall mehr klar als die grünlichen. Die haben dann schon mehr Geschmack. Haben noch einen schönen roten gefunden. Sehr gut. Ich glaube, das soll gut sein. Hier unser Ausbody. Kann man sehen? Ein bisschen was. Ja. Das reicht auf jeden Fall zum Saffen. Was brauchen wir noch? Tomaten, ne? Wow, die sehen schon gar nicht mal so schlecht aus. Wow, guck mal, die ist so richtig schwarz geworden. Filmst du mein Ohr? Oh, die ist verletzt. Die sind gut. Boah, das riecht ja super gut. Ich mach hier. Ja. Jetzt müsste es Geruchsvideo. Geruchsvideo wäre jetzt toll. Ich mag hier oben das, ne? Ja, wir müssen nicht alle zum Entsaften benutzen. Ein paar lassen wir noch reifen. Ich freue mich drauf, das wird echt lecker. Das Ergebnis vom Experiment. Wir haben fast 15 cm erreicht im Durchmesser an der breitesten Stelle. Und die letzte Zeit ist da nichts mehr gewachsen und deswegen war dann heute der Tag dran, an dem das Ding dann aus dem Boden kam. Zum Entsaften noch. Wir wollen nicht alles entsaften, sondern einen Teil entsaften und den anderen Teil dann halt so roh essen. Wir wollen natürlich nicht alles entsaften. Wir wollen das auch noch mixen mit einem Apfel aus dem Garten. Gurke haben wir uns besorgt, Orangen, Ingwer, Knoblauch, solche Geschichtchen sollen da rein. Und den anderen Teil dann zum Rohessen, beziehungsweise wahrscheinlich machen wir uns sogar noch Hummus. Da haben wir von spontan einen, als sollte es so sein, heute ein Rezept gekriegt. Mit dieser Sensation verabschieden wir uns hier aus dem Garten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ein bisschen bereichert, wie weit man es treiben kann. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen und tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Lars.